Meine Freundin Nelly sagt neulich, Lisa, auf niemand ist mehr Verlass, auf Politiker nicht, auf Männer eh nicht. Die Kinder sind Zombies, Smartphone-Zombies, die vor sich hin fermentieren oder bei Freunden fernschimmeln. Nicht mein Sohn will Influencer werden mit meiner Kohle, dieses Motzekel nicht. Und die Singles um mich rum, vergiss es, das sind alles Narzissten im Kindergarten. Männer, ach komm, die kommen und gehen und wenn sie bleiben, nervt's auch. Sag, geh doch mal weg, Nelly. Ja, was weg? Gastro, tote Hose, Kultur, Ditto. Ist 3G, 2G, plus 1G, 5G für Handys und mein G-Punkt versauert. Jetzt hatten wir auch noch ein Blackout, hatte ich. Was Blackout? Nelly, dafür bist du doch zu jung. Den habe ich nur bei Jim Beam oder Jack Daniels oder Johnny Walker. Nein, Lisa, das war ein Stromausfall. Ja, sag ich, weil die E-Autos sind, nein, das waren Kabel unterirdisch. Ja, aber sage ich, die E-Autos, die verbrauchen so viel zu viel Strom. Und die 15 Minuten Laden von einem E-Auto verbraucht so viel Strom wie 5000 Toasts. Lisa, sagt sie, mit der Zahl 5000 wäre ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig an deiner Stelle. Ja, gut, war zu niedrig. Was, Toasts? Nein, lass Nelly, die Sau ist durchs Dorf durch. Also, Nelly, sag's, auf wen ist noch Verlass, auf wen? Ja, sag's, das kann ich dir sagen, Lisa. Das Einzige, worauf in meinem Leben Verlass ist, ist Amazon. Was? Ja! Ja, Amazon. Wenn ich klicke, kriege ich das, was ich wähle. Wo kriegst du das? Wenn es ein Scheiß ist, dann Retoure, ab damit. Nicht? Das geht bei Männern nicht, schade. Bei Kindern leider auch nicht und bei Politikern sowieso nicht. Mist. Nelly, sage ich, aber Amazon, das ist ein Monster, ein kapitalistischer Megakonzern. Jeff Bezos, der hat seine Aktien da letztes Jahr, glaube ich, mit 70% Gewinn verkauft, nicht, während andere Leute pleite gehen. Und, ja, sagt sie, egal, aber verlässlich. Jeff Bezos ist schlau, nicht, er zahlt kaum Steuern, er fliegt 10 Minuten 100 Kilometer ins All. Der Flug kostet 1,3 Milliarden pro Minute. Nicht? Und wenn der ökologische Fußabdruck von nur einem Passagier, das ist wie ein Flug von London nach New York. Da sage ich, ja, wo hast du denn die Quelle? Die Quelle? Sag ich, Quelle T-Online. Ja, und alle finden das super. YOLO, papatastisch, sagt mein Sohn. Gut, der ist FDP-Wähler. Ja, sag ich, gut, für Bezos gibt's keine Grenzen. Der hat ja quasi Borderitis. Für den zählt keine Nation, keine Religion, kein Männlein, Weiblein, divers, schwarz, weiß, das ist egal. Für Jeff Bezos und für Amazon, da gibt's nur Klicker. Klicker, nicht? Klickenden Lauch, weltweit. Nicht? Gut, wir alle, wir sind klickende Einzeller, nicht? Das gehören ja auch dazu. Aber du hast recht, nicht? Auf Amazon ist Verlass, immer. Mehr als auf die Verwandtschaft. Da fällt mir der Film Network ein. Network ist von 1976, ein toller Film. Und da passiert Folgendes. CCA-Chef Arthur Janssen ordert den langjährigen Nachrichtensprecher Howard Beale von UBS, das sind beides fiktive Konzerne, ordert er zu sich ins Büro. Nicht? Und dann wäscht er ihm aber sowas von den Kopf, und zwar in diesem Ton ungefähr. Er sagt zu ihm, Sie sind ein alter Mann, Mr. Beale, der in Nationen und Völkern denkt. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritten Welten, es gibt keinen Westen. Es gibt nur ein System, multinational, das ist die Welt des Geldes, Mr. Beale. Das ist Ebbe und Flut und das ist ökologisches Gleichgewicht. Dollar, Deutschmark, Yen, Pfund, Franken, Renminbi, Rial, Rubel. Das internationale Währungssystem, das bestimmt das Leben auf diesem Planeten. Das ist heute die natürliche Ordnung, die atomare und die subatomare Struktur der Dinge. Ach, denke ich, Fitz, mein Gott, und du regst dich auf über Amerika, Russland, Demokratie, das ist Vintage. Wir leben nicht mehr in einer Welt der Nationen und Ideologien. Es gibt nur Rohstoffe, Ölkonzerne, Apple, ICBC, Bank of China, JP Morgan Chase, Walmart, Facebook, Familie Al-Saud und Aldi, die
Familie auch nicht die superreichsten der Welt. BioNTech, Ugur Sahin, erstmals unter den superreichsten. Gratulation. Microsoft und natürlich Amazon. Und unangefochten immer an der Spitze der Reichsten mit dabei Jeff Bezos. Das sind die Nationen von heute. Was existiert, sagt Arthur Jensen 1976 schon, sagt, das ist die Bewegung des Kapitals. Die endlose, unaufhaltsame, unerbitterliche Bewegung des Geldes. The flux of commerce. Worüber reden die Russen oder die Chinesen, glauben sie, in ihren Councils of State? Über Karl Marx? Nein. Die checken ihr Value Management, ihre Top-Down-Planung, das Target-Costing, Stakeholder- und Shareholder-Activity-Based-Costing, den Leverage-Effekt und berechnen die Wahrscheinlichkeit von Kosten und Nutzen ihrer Investitionen. Die Welt ist ein Geschäft, Mr. Beal, begreifen Sie das? Eine riesige Holdinggesellschaft, für die alle Menschen arbeiten, einen Profit, die ihnen einen Aktienanteil halten, wo ihnen irgendwann alle Notwendigkeiten zur Verfügung gestellt werden. Sie besitzen nichts mehr, die Ängste werden sediert, tranquilized und alle Langeweile wird wegentertained, mehr oder weniger intelligent. Ja, Nelly, sage ich, du hast recht. Auf Amazon ist Verlass. Und im Notfall auf Jack Daniels. Prost.